Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, ein leider nicht so erfreuliches Video. Und mir ist es trotzdem extrem wichtig, euch darüber zu informieren. Und ich hoffe, ihr nehmt euch alle die Zeit und schaut das Video bis zum Ende, damit ihr einfach wisst, was zurzeit bei mir los ist. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt in meiner Instagram-Story oder bei meinem Community-Post vor ein paar Tagen, ich musste leider ins Krankenhaus und aktuell geht es mir auch leider nicht so gut. Und deswegen kamen die letzten Tage auch nicht so regelmäßig Videos wie sonst hier auf meinem Kanal immer, weil, ja, Leute, ihr wisst es, YouTube ist für mich absolut das Wichtigste. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Normalerweise gibt es nie einen Tag, der ausfällt, und jetzt die letzten Tage, war das leider ein bisschen anders gewesen. Wie gesagt, das Video ist mir sehr wichtig. Ich möchte euch das erklären. Ich möchte, dass ihr Bescheid wisst, was bei mir zurzeit im Leben los ist. Und deswegen hoffe ich, ihr nehmt euch die Zeit und guckt euch das Video an, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen einfach von vorne an. Ich werde euch in dem Video erklären, warum ich ins Krankenhaus musste, wie es in nächster Zeit hier auf dem Kanal weitergeht und auch was die Paul Berger Limo betrifft, weil die ja eigentlich jetzt heute rauskommen sollte. Also ich denke mal, ihr werdet dieses Video jetzt am Sonntag sehen. Ja, aber fangen wir erstmal von vorne an, warum ich ins Krankenhaus musste. Leute, dafür spulen wir einfach mal zu letztem Samstag zurück. Da war ich ja noch live auf YouTube und habe gestreamt, was ihr nicht wusstet, dass ich zu dem Zeitpunkt 39 Grad Fieber hatte. Also ich habe in der Nacht davor irgendwie Fieber bekommen. Ich weiß nicht warum, hatte halt irgendwie Fieber und habe aber trotzdem gelivestreamt, weil ich das immer so gemacht habe. Also ja, Leute, ich mache das ja jetzt echt schon ein paar Jahre und mir war das irgendwie eigentlich immer ziemlich egal. Also wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Medikamente reingepfiffen und habe trotzdem ganz normal meine Videos gemacht, habe gestreamt und. Und so war das halt eben am Samstag auch wieder gewesen. Ich habe trotzdem 3 Stunden hier auf YouTube gestreamt, hatte währenddessen Fieber. Und das war leider im Nachhinein echt sehr dumm und war auch ein Fehler gewesen. Nach dem Livestream auf jeden Fall, Freunde, ging es mir schon mal gar nicht so gut, ne? War auch echt im Nachhinein dumm gewesen, dass ich da mit Fieber gestreamt habe. Und ich habe mich dann aber erstmal ausgeruht, Leute. Sonntags habe ich mich dann ein bisschen entspannt, Leute, weil ja, ich war an sich immer noch krank. Und da kam dann das Paul Berger Limo Produktionsvideo, falls ihr euch erinnert. Und ja, da habe ich dann auch nicht weiter nichts aufgenommen und hatte mich dann auch an dem Tag ausgeruht gehabt. Montag ging es dann jedoch ganz normal weiter. Ja, keine Videos mehr gehabt, habe natürlich dann trotzdem wieder Videos aufgenommen, obwohl es mir auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut ging. Normalerweise bin ich immer jemand, der sehr früh aufsteht, immer direkt meine Videos macht. Und die Jungs auf Discord können das alle mal bezeugen. Ich bin immer der Erste, der online ist. Hau direkt immer morgens meine Videos weg und bin da immer schon sehr produktiv. Am Montag war es jedoch so gewesen, dass ich habe mich halt eben den ganzen Tag noch ausgeruht, weil es mir auch einfach nicht so gut ging, noch vom Wochenende, und habe mich dann aber trotzdem dazu entschieden, 18 Uhr abends dann noch ein Video aufzunehmen für den nächsten Tag, weil sonst wäre kein Video gekommen, Freunde. Und habe dann meine Aufnahme durchgehauen, Minecraft, YouTube-Insel. Und nachdem ich die Aufnahme beendet habe, Leute, habe ich auf einmal so ein richtig krasses Stechen in meiner linken Brust gehabt. Also es hat wirklich extrem wehgetan. Es hat mir die Luft genommen. So ein richtiges Stechen hatte ich hier in der Brust. Und ich habe mich dann auch erstmal hingelegt und ich dachte irgendwie, ich habe mich verlegen, Leute, Nerv geklemmt, irgendwas, und habe erstmal Schmerzmittel genommen, weil es hat wirklich extrem wehgetan, dieses Stechen in der Brust. Und irgendwann nach 2, 3 Stunden hat das Ganze dann nachgelassen. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich mir da ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Wie gesagt, ich dachte einfach, es wäre irgendwie so ein Nerv geklemmt oder sowas. Am nächsten Tag, am Dienstag, habe ich mich ebenfalls auch wieder so ein bisschen ausgeruht, auch nicht direkt angefangen aufzunehmen, weil ich immer noch so, ja, von allem, vom Fieber, von allem so kaputt war, und habe dann erst nachmittags irgendwann angefangen, mein Video aufzunehmen. Und die Aufnahme hat an sich ein bisschen länger gedauert, so, ja, an sich 1,5, 2 Stunden. Und ich habe schon so gemerkt, so, boah, das ist gerade richtig, richtig anstrengend für mich. Und nachdem ich aber auch wieder die Aufnahme beendet habe, kam dieses Stechen in der Brust wieder, aber stärker als am Tag davor, Leute. Also das Stechen in meiner linken Brust war richtig stark, es hat richtig wehgetan, es hat mir die Luft genommen und hatte richtig kalte, zittrige Hände, meine Füße waren kalt, also mir ging es wirklich gar nicht gut. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch gemerkt, so, yo, irgendwas stimmt da mit meinem Körper nicht, irgendwas ist da nicht richtig, Leute. Habe mich dann hingelegt und habe in der Notaufnahme angerufen und habe das Ganze so ein bisschen geschildert. Und irgendwie wurde ich da leider nicht so richtig ernst genommen in der Notaufnahme und ich wurde dann erstmal zu meinem Hausarzt verwiesen. Naja, jedenfalls habe ich dann versucht, bei einem Arzt hier bei mir in der Nähe was zu erreichen, aber da ist leider niemand rangegangen. Und meine Freundin war zu dem Zeitpunkt unterwegs einkaufen. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, ich habe richtig, richtig Angst bekommen, weil ich kannte das nicht. Ich hatte noch nie diese Schmerzen, dieses Stechen in der Brust gehabt.
Und wie gesagt, dadurch, dass meine Hände auch so gezittert haben, dass mir so kalt war, ich habe so gemerkt, so irgendwas stimmt mit meinem Körper gerade nicht. Das ist gar nicht gut. Und das hat mir richtig, richtig Angst gemacht. Also das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wie so richtig Angst um mein Leben hatte. Also ich hatte wirklich Angst. Ich kannte das nicht. Ich dachte, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Ich dachte wirklich, ich sterbe gleich, Leute. Ich dachte, ich kipp gleich um. Mir ging es echt gar nicht gut. Ich hatte diese extremen Schmerzen in der Brust. Und ja, dann habe ich meine Mutter angerufen und habe meiner Mom gesagt, ey, Mama, mir geht's gerade gar nicht gut, komm mal bitte vorbei, weil, ne, wie gesagt, Arzt niemanden erreicht, Notaufnahme, irgendwie wurde ich da nicht so richtig ernst genommen. Und ja, jedenfalls kam dann auch meine Freundin vom Einkaufen wieder. Meine Mom war da, meine Schwester war da. Boah, Leute, das war echt, ich sag euch, das war echt krass gewesen, weil, wie gesagt, ich kannte das nicht. Ich hatte richtig Angst gehabt in dem Moment. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich irgendwie wirklich einfach Angst hatte, dass das jetzt gerade das Ende ist. Ich hatte Angst, dass das das Ende ist irgendwie. Und ich sage euch auch ehrlich, in dem Moment, alles andere ist einem egal. Mir war wirklich alles egal. Ich hatte einfach nur Angst, meine Familie, meine Freunde nicht mehr zu sehen. Ich hatte wirklich Angst um mein Leben, Leute. Und ja, dann haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst. Wie gesagt, meine Mom war da, meine Schwester war da, meine Freundin war da. Und in der Notaufnahme, wo ich auch davor angerufen habe, ja, wurde ich irgendwie gefühlt auch erstmal gar nicht so richtig ernst genommen. Ich so, Alter, ich habe extremes Stechen in der Brust. Ich konnte kaum aufrecht laufen. Das hat so wehgetan, Leute. Jedenfalls wurde ich dann irgendwann mal behandelt. Dann wurde mir Blut abgenommen. Wir haben EKG gemacht. Wir haben Ultraschall von meinem Herzen gemacht. Und bei dem Blut, was mir abgenommen wurde, da war ein Wert besonders erhöht. Das ist dieser Troponinwert, heißt das Ganze. Und ich bin jetzt kein Arzt, Leute, aber so wie mir das erklärt wurde, dieser Troponinwert, der ist zum Beispiel auch erhöht, wenn man einen Herzinfarkt hat. Das ist irgendwie wie so ein Baustein vom Herzmuskel oder sowas. Und wenn dieser Wert im Blut erhöht ist, dann bedeutet das, dass dieses Troponin vom Herzen wie so abgebaut wurde und im Blut landet. Der Normalwert davon war irgendwie 0,05, also 0,05, zwei Nullen. Und mein Wert zu dem Zeitpunkt war 0,7, also wirklich schon extrem erhöht. Und die konnten das erstmal so gar nicht glauben, dass der Wert so hoch war und haben nochmal zur Kontrolle Blut abgenommen. Und beim zweiten Mal Blut abnehmen war der Wert schon bei 1,9, also nochmal viel, viel höher. Ja, und dann, weil das Ganze so ein kleines, ich sag mal, ländliches Krankenhaus war, wurde ich dann verlegt. Ich wurde mit einem Krankenwagen in ein nächstgrößeres Krankenhaus gefahren und ich habe das irgendwie erstmal so gar nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt, Leute, weil ich dachte mir, ey, sowas passiert nicht mir. So was, also ich dachte mir, was geht gerade ab? Ich werde gerade im Krankenwagen. Da war auch irgendwie noch so ein Escort-Fahrzeug mit dabei, mit zwei Fahrzeugen, Blaulicht, richtig schnell in die nächstgrößere Klinik gefahren. Ich habe es gar nicht realisiert. Ich dachte mir an dem Tag so, heute Morgen war noch alles gut und jetzt auf einmal werde ich irgendwie mit Blaulicht in ein Krankenhaus gefahren, weil irgendwas an meinem Herzen nicht stimmt. Jedenfalls war ich dann in dem nächstgrößeren Krankenhaus auch wieder in dem Notaufnahmebereich gewesen und da auch wieder Blut abgenommen bekommen, EKG gemacht vom Herzen, Ultraschall. Und dann wurde mir gesagt, da war mittlerweile auch schon 22 Uhr abends. Ihr wisst ja, wie das, also ich denke, jeder von euch war vielleicht schon mal in der Notaufnahme. Sehr oft so, man musste immer extrem lang warten und alles mit. Dann war zu dem Zeitpunkt eben schon 22 Uhr abends. Dann wurde mir gesagt, dass ich auf jeden Fall über Nacht da bleiben muss, zur Kontrolle. Also dann war ich irgendwie, wurde ich in mein Zimmer gebracht auf so eine Beobachtungsstation und war da komplett verkabelt und ja, kannte ich so auch nicht. Ich blende euch hier mal ein Video ein. Das war halt irgendwie so ein Zimmer, ne? Überall irgendwelche Geräte. Hab so ein Krankenhaushemd anbekommen. Ich durfte auch gar nicht aufstehen. Also wenn ich pinkeln musste, musste ich irgendwie eine Flasche pinkeln, so. Ja, war irgendwie nicht so nice auf jeden Fall gewesen. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt auch einfach nur nach Hause, aber ja, war ja auf jeden Fall besser so. Also ich bin ja froh, dass ich so gute ärztliche Versorgung bekommen habe. Und auf dieser Überwachungsstation war es eben so, dass, wie gesagt, ich war so komplett verkabelt, damit immer alles gemessen wird, falls irgendwie was nicht stimmen sollte in der Nacht. Alle 30 Minuten ist eben eine Schwester reingekommen, die an so einem Tisch dann die ganzen Werte aufgeschrieben hat. Also man wurde so quasi die ganze Nacht so überwacht, ja. Aber man konnte halt auch nicht so wirklich schlafen dabei, weil überall waren die Geräte verkabelt. Alle 30 Minuten kam jemand rein. Und, ja. Jedenfalls dann am nächsten Morgen hatte ich mit dem Arzt gesprochen und der Arzt meinte zu mir, wir vermuten eine Sache und wir sind uns aber noch nicht so ganz sicher und machen deswegen noch mehr Tests mit dir. Ich so, ja, okay. Kein Problem, machen wir noch mehr Tests. Und dann habe ich eben noch so ein MRT bekommen. MRT, das ist das, wo man in so eine Röhre reingeschoben wird, um halt auch nochmal so ein bisschen die Gefäße von meinem Herzen zu checken. Und nach dem MRT habe ich dann das finale Ergebnis bekommen. Und ja,
Leute, ich habe leider eine Herzmuskelentzündung bekommen. Das ist das Ding. Ich habe aktuell eine Herzmuskelentzündung. Das Gute daran ist, bei der Herzmuskelentzündung, das ist in dem Fall noch der bessere Fall. Also es hätte schlimmer sein können. Die haben Schlimmeres vermutet. Herzmuskelentzündung bedeutet, quasi, wenn man einfach einen Infekt hatte, wie in meinem Fall, ich hatte Fieber gehabt und habe mich einfach nicht ausreichend geschont, dann geht das Ganze aufs Herz. Und das habe ich bekommen. Also, ich sage es mal so: Ich hätte mich einfach ausruhen sollen. Ich hätte nicht streamen sollen. Ich hätte keine Videos machen sollen. Ich hätte mich einfach ausruhen sollen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und diese Herzmuskelentzündung ist, sage ich mal, das Gute daran ist, es heilt von ganz alleine, aber der Körper braucht Ruhe. Ja, also. Es dauert extrem lang. Ich darf auch 3 Monate lang jetzt keinen Sport machen. Ich darf nichts Anstrengendes machen. Man muss sich wirklich schonen. Aber es geht eben auch von alleine weg. Das ist das Gute daran. Das ist eben auch der Grund, warum jetzt die letzten Tage keine Videos kamen, weil ja, ich war im Krankenhaus. Ich war über Nacht im Krankenhaus. Ich habe mich einfach ausgeruht, ein bisschen auskuriert, weil ja, Leute, ich glaube, ihr alle versteht's, wenn irgendwas am Herzen ist, das ist halt absolut kein Spaß. Und ich will das Ganze auf jeden Fall noch ein paar Jahre länger machen mit euch. Und deswegen muss ich vielleicht auch jetzt erstmal so kurz ein bisschen zurückstecken, um dann irgendwann wieder so ganz der Alte zu sein, um wieder ganz da zu sein. Und ja, deswegen also Punkt 1, deshalb war ich im Krankenhaus, ich habe eine Herzmuskelentzündung. Punkt 2 ist, wie wird es in nächster Zeit auf meinem Kanal weitergehen? Leute, ich will natürlich trotzdem jeden Tag für euch YouTube machen. YouTube ist mein Leben, es ist absolut das Wichtigste für mich. Ihr wisst es, in 10 Jahren, ich lasse normalerweise keinen Tag ausfallen. Aber das ist halt auch irgendwie so das, was mich jetzt gerade so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil ja, ich hatte einfach die letzten Monate mir zu viel Stress gemacht. Ich war viel unterwegs. Ihr wisst es, in Köln wegen der Buchautogrammstunde. Ich war in Hamburg wegen der Buchautogrammstunde. Zwischendrin, wenn ich zu Hause war, immer vorproduziert, mir keine Ruhe gönnt. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal einen freien Tag, ein Wochenende gegönnt habe. Das gibt es bei mir eigentlich nicht, Leute. So, normalerweise es ist es jeden Tag. Ich mache Videos, Livestream, alles. Und das ist auch nicht, es fällt mir auch nicht schwer, weil ich liebe das, Leute. So ein Job, den man liebt, der fällt einem nicht schwer. So. Aber trotzdem muss ich ehrlich gesagt in nächster Zeit ein bisschen auf meinen Körper hören. Und deswegen möchte ich, dass ihr das wisst. Wenn ich vielleicht in den nächsten Videos, wie jetzt gerade, ein bisschen ruhiger wirke, dann liegt das nicht daran, dass ich gerade keine Lust habe, Leute. Ich würde am liebsten wieder hier rumschreien und Minecraft zocken und alles. Wenn ich die nächsten Tage ein bisschen ruhiger bin, dann liegt das einfach daran, dass ich mein Herz nicht zu sehr überanstrengen darf. Ich muss wirklich ruhig machen. Das muss ordentlich abheilen, sonst ja, werden die Folgen immer schlimmer. Und falls es vielleicht auch irgendwann mal die nächsten Tage mal kein Video gibt, falls ein Tag mal ausfällt, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass ich mal einen Pausetag brauche. Vielleicht fühle ich mich an dem Tag nicht so gut. Ich muss auf jeden Fall lernen, auf meinen Körper zu hören. Und das kann ich euch auch allen nur empfehlen. Falls ihr krank seid, hört auf euren Körper. Überanstrengt euch nicht. Es ist nicht schlimm, auch mal vielleicht einen Tag lang zurückzustecken. Ich habe mir da irgendwie selbst auch immer so falschen Stolz gehabt. Ich dachte immer so, yo, du darfst nicht krank sein. So, das ist so. Ich dachte immer so, yo, du bist doch kein Loser. So, du schläfst doch jetzt nicht länger. Du bleibst doch jetzt nicht liegen. Du stehst jetzt auf. So, ist doch egal, ob du Fieber hast. Du streamst so. Ja, aber das am Ende des Tages hat mir alles nichts gebracht. Das hat mich einfach nur, ja, das hat mich einfach nur selbst kaputt gemacht. Und das ist nicht gut, Leute. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar, was ist mit der Paulberger Limo? Die sollte ja eigentlich heute rauskommen. Während ich im Krankenhaus war, hat mein Management und die ganzen Investoren und meine Geschäftspartner dahinter, Leute, das bin nicht nur ich, die Paulberger Limo, da sind wirklich so viele Leute noch dahinter, die das realisieren, dass das überhaupt so klappt, dass wir solche große Mengen produzieren können, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Paulberger Limo um eine Woche zu verschieben. Das heißt, das neue Release-Datum ist jetzt der 5. November, also nächste Woche Sonntag. Tut mir unfassbar leid, Leute, dass sich das Ganze jetzt verschoben hat. Leute, ihr glaubt nicht, wie wütend mich das selbst macht, wie sehr mich das nervt, weil, ey, das ist so, in den 10 Jahren YouTube ist das jetzt gerade einfach so die gefühlt wichtigste Woche überhaupt für mich gewesen. So, das ist so das Projekt, worauf ich am meisten stolz bin, und genau in diesem Zeitraum passiert mir einfach das. Ja, deswegen, es tut mir leid, aber wir müssen die Paulberger Limo leider, ich sag mal, verschieben jetzt um eine Woche, also nächsten Sonntag. Erscheint die Paulberger Limo. Trotzdem gleiches Prinzip. Paulberger.club, 12 Uhr, seid am Start, Freunde. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall wieder weiter ausruhen. Ich versuche jetzt die Tage Stück für Stück mich weiter ranzutasten. Ich muss einfach nur aufpassen. Wie gesagt, die letzten 2 Mal, als ich diese Schmerzen in der Brust bekommen habe, war das eben nach den Aufnahmen. Ich muss vielleicht einfach jetzt ein bisschen ruhiger machen. Also
falls ich, wie gesagt, in meinen Videos ruhiger wirke. Ich bin nicht gelangweilt, es liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, sondern einfach, weil ich ein bisschen auf mein Herz aufpasse. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich versuche jetzt Stück für Stück wieder zurückzukommen zu alter Form. Und ja, Leute, was soll ich sagen? YouTube ist für mich absolut das Wichtigste und ich hoffe und ich will einfach so schnell wie möglich wieder zu alter Form zurückkommen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem am Start, Freunde. Ja, das war's gewesen. Vielen, vielen Dank für alles. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax.